Ja, ich beneide ja immer Menschen, die in so einer tollen Bergkulisse hier leben dürfen. Und es gibt aber auch ein paar, denen gönne ich es richtig. Semino Rossi zum Beispiel. Und Semino, der hat bei einigen Interviews zu mir gesagt, Pedro, komm mich doch mal in Österreich, in Tirol besuchen und voilà, da bin ich. Und jetzt gehen wir gleich gemeinsam auf den Berg. Semino in Tirol, wie geht's dir? Sehr cool. Hast du heute Abend Zeit für mich? Hast du Höhenangst, Semino? Nein, ich habe keine Höhenangst, aber zum Beispiel, ich werde nie diese von einer Brücke, weißt du, wie heißt der Jumping, wie heißt der? Bungee Jumping. Nein, das werde ich nie im Leben etwas so machen. Und Skifahren? Skifahren habe ich dreimal probiert, eine Katastrophe. Okay. Der Hermann Mayer, weißt, kennst du den Hermann Mayer? Ist ein großartiger Skifahrer, wird genannt Terminator. Und wenn ich Skifahre mache, ich bin Lavinator, weil ich nehme immer zwei, drei Touristen mit. Und habe ich dreimal mitgemacht und das war, habe gesagt, das ist nicht für mich. Semino, wie lange bist du jetzt schon in Österreich? Ich bin schon 35 Jahre schon. Ich bin 1986 hier gekommen. Was gefällt dir so an Tirol und an Österreich? Ich glaube, Tirol habe ich immer den Eindruck, dass ich in eine Walt Disney Film habe, weil alles, was ich live sehe, habe ich als Kind in eine Fernsehen. Das ist alles so, die Natur ist alles so perfekt, das so wie Kemal ehrlich. Das ist die wunderschöne Kapelle, die Bernhard-Kapelle. Das müssen wir dorthin gehen. Wie ist das bei dir mit dem Glauben eigentlich? Immer wenn ich eine Kapelle oder eine Kirche sehe, zünde ich eine Kerze für meinen lieben Papa, der gestorben ist. Und ich glaube, in Gott zu glauben, gibt uns die Kraft, dass jeder Mensch braucht. Semino, es hat dich ja auch ganz schön getroffen, diese ganze Corona-Geschichte. Du konntest deine Tour ja auch nicht machen und die wurde jetzt verschoben. Genau. Aber die findet statt. Das findet statt nächstes Jahr, 2021, am 9. September. In Wien ist der große Beginn. Das sind 61 Termine in 6 Ländern. Oh, 61 Termine? Ich glaube, eine von der längsten Tour, was ich hier gemacht habe. Aber freue mich, weil ich glaube, wir leben von der Musik, wir leben von Singen zu dürfen. Und in dieser Zeit, ich vermisse so auf das Publikum. Ich freue mich auf das Wiedersehen. Vielen lieben Dank, dass du mir so ein bisschen hier was gezeigt hast in deiner Heimat in Tirol. Und ich glaube, beim nächsten Mal lade ich dich dann nach Leipzig ein. Gerne, das ist nur ein Teil von der wunderschönen Tirol. Und ich glaube, das ist ein fantastisches Land zu besuchen. Also, ich komme wieder. Gerne. Nächstes Jahr schauen wir uns eine andere Ecke an. Gerne. So machen wir es. Danke dir. Alles Gute. Er ist ein Altbekannter in der Showbranche und doch der ganz Neue im Schlager. Giovanni Zarrella, Ex-Mitglied der Band Brosis, genauso wie Ross Anthony. Und warum er den Schlager jetzt so richtig auf den Kopf stellen möchte, das wird er uns gleich erzählen. Er ist nämlich da. Giovanni, kannst kommen? Komm schon, ich komm schon. Ja, ich heiz mich hier schon mal richtig ein für dich. Das sieht gut aus. Moin. Ciao Bello, alles gut? Du bist ja schon sehr oft in irgendwelchen Unterhaltungsshows gewesen. Das stimmt. Und hast dort in diesen Shows nicht mal mehr oder mal weniger gut geschlagen, würde ich mal sagen. Und deswegen habe ich gedacht, wir machen ein kleines Trainingslager und üben so ein bisschen. Sehr gerne. Unter anderem das Rollern. Komm, wir fahren uns eine Runde warm. Let's go. Fahr vor. Dankeschön. Oh nein! Ist er schon wieder dran? Gibt's doch gar nicht. Nein! Oh, da machst du einen Fehler! Riesen Fehler gemacht! Nein. Nie die Mitte frei machen! Ja! Nein. Oh. Ich habe einen Reifenstapel mitgenommen. Oh. Sehr gut. Echt lustig, hey. Du machst jetzt Schlager, habe ich gehört. Wie kam es dazu? Das ist irgendwie, es hat sich entwickelt einfach so. Also ich habe immer viel Musik gemacht in den letzten Jahren, aber eher ganz viel live gespielt, aber ich habe kein Album mehr aufgenommen oder irgendwas veröffentlicht. Und das hat so gekribbelt und ich habe so eine Lust darauf gehabt wieder. Und da haben wir uns ganz, ganz viele Dinge überlegt und sind am Ende da gelandet, dass wir gesagt haben, wir nehmen den deutschen Schlager. Ja, und machen italienische Texte dazu.
Also das heißt, man wird die Songs, die du singst, alle kennen, man wird die alle schon mal gehört haben, also zumindest jetzt die ersten, aber man wird nicht so leicht mitsingen können. Ja, das stimmt. Also die italienische Musik oder die italienische Sprache ist auch ein Lebensgefühl. Also man muss nicht immer jedes Wort verstehen. Es ist, manchmal reicht es auch wie bei Eros Ramazzotti, wenn er sagt, se basta, se una bella canzone, wenn man einfach nur sagen kann, Jetzt geht es um Geschicklichkeit. Oh. Wie ist es bei dir so zu Hause? Bist du da auch so ein bisschen für die Handarbeit und so im Haushalt zuständig? Oder ist das total. Das ist nach wie vor für uns Männer, was im Haushalt machen und auch handwerklich, ist nach wie vor so ein bisschen so wie, ich habe Feuer gemacht. Das ist nach wie vor so, hat was. Ich mache wirklich alles zu Hause. Also wirklich alles, was man sich vorstellen kann. Irgendwie Schrank zusammenbauen, Make-up-Tisch für meine Tochter. Das ist mein Spiel übrigens, wie du merkst. Was machst du anders? Was machst du anders hier? Ich esse viel Chinesisch. Ich kann das sagen. Auf die Plätze. Fertig. Los. Hör auf, noch schneller als vorher. Komm. Blödes okay. Spiel. 1-1. Sehr geil. Boah. Aber eins haben wir noch. Eben los, hey. Letztes Spiel. Fußball. Du kannst dir vorstellen, warum ich das gewählt habe. Wegen meiner Vergangenheit vielleicht. Richtig. Du hast ja mal richtig profimäßig Fußball gespielt in der Jugend? In der Jugend, ja. Also in der ersten Mannschaft dann nicht mehr. Ich habe sogar beim AS Rom gespielt in Italien. Wahnsinn. Und beim VfB Stuttgart? Ja, bei den Schwaben auch. Ich komme ja aus der Ecke. Ich bin ja aus Hechingen. Lernt man beim Fußball irgendwas, was man für die Musik und für den Schlager gebrauchen kann? Musik motiviert auf jeden Fall. Also ich habe immer auf dem Weg zum Spiel und auch in der Kabine noch gerne Musik gehört. Na dann drehen wir jetzt im Hintergrund die Musik ein bisschen laut und wir spielen eine Runde. Schnick, schnack, schnuck. Schnick, schnack, schnuck. Schnick, schnack, schnuck. Nell'immensità della sera. Santa Maria. Wer das Tor schießt, der hat sozusagen den Tag gewonnen. Auf die Plätze, fertig, los. Man kommt gar nicht ran. Santa Maria.